Guten Morgen, liebes guter Freunde, willkommen zum heutigen Video. Ich habe mich spontan entschlossen, heute mal eine Tour zu machen. Und zwar eine längere. Es geht heute in Richtung Harz, da war ich noch nie. Wetter soll super werden, ist noch ein bisschen bewölkt, aber es ist auch erst 7 Uhr morgens. Mache ich mich mal fertig, ist noch nicht ganz so warm heute momentan. Wir haben es, glaube ich, 11 Grad oder so. Alles gut einpacken. So, jetzt wird ein bisschen Musik angemacht und dann geht's auf die Tour. Damit ich schneller aus der Stadt rauskomme, fahre ich jetzt ein kleines Stückchen über Bundesstraße und danach auch ein Stückchen Autobahn wahrscheinlich. Dann geht's aber runter auf jeden Fall über die Landstraßen. Mit der Kalimoto-App werde ich mir dann eine schöne kurvige Strecke raussuchen. Und ja, das Wetter muss auch noch ein bisschen besser werden. Ist noch ein bisschen frisch und noch keine Sonne, aber das soll heute werden. Also ich bin guter Dinge und bin auch schon ganz gespannt auf meine Tour in den Harz. Was mich da für Strecken erwarten. Ein paar Sachen habe ich mir im Internet natürlich rausgesucht, die ich mir mal anschauen möchte. Und jetzt genieße ich erstmal ein bisschen die Fahrt. Gerade bei der Autobahn, wo es ein bisschen langweilig ist, da mache ich einen Autopiloten an, Musik auf den Hörer und dann erstmal ein bisschen die Ruhe des Morgens genießen und nachher, wenn es über die kurvigen Strecken geht, dann wird es auch zum Filmen wieder ein bisschen interessanter. Ja, das Wetter ist irgendwie immer noch nicht so richtig schön. Immer noch bewölkt, sieht fast sogar nach Regen aus, dabei sollte heute Sonnenschein sein. Hatte ich bestellt. So, es sind jetzt noch 115 Kilometer in den Harz. Ich habe da erstmal so einen groben Ankunftspunkt gesetzt. 2 Stunden Fahrt noch. Und jetzt geht es halt richtig über die Dörfer. Bisschen angenehmer, man sieht was. Autobahn, waren auch viele Baustellen. Das macht dann immer nicht so eine Freude. So, kurze Pause gemacht. Weiter geht's. Ab und zu kommt jetzt mal die Sonne raus. Immer noch nicht so richtig schön. Aber es wird langsam, aber es ist immer noch nicht so richtig warm. Heute sollten irgendwie, ich glaube, 23 Grad werden. So, zu meinem Ziel haben wir es jetzt nicht mehr weit. Es sind noch 40 Kilometer. Ganz schön windig heute auch. Aber es wird schon ein bisschen hügeliger. Schöner Ausblick hier. Ja, und hier haben wir es schon. Herzlich willkommen im Harz, UNESCO Global Geopark. Ja, und Ace macht es nach wie vor wieder alles super. Bei Touren noch nie ein Problem gehabt. Ich habe, bevor ich losgefahren bin, noch mal ein bisschen Öl nachgekippt. Und ja, Verbrauch liegt leider auch wieder relativ hoch, aber ist halt, wenn man ein bisschen schneller fährt, bei mir so. Bisschen Autobahnfahrt und ein bisschen schnellere Landstraße und schon ist man rasch wieder bei 4 Litern oder auch gerne mal mehr, wenn es ein bisschen schneller wird. Das ist ungefähr derselbe Verbrauch wie bei meinem XADV, dem 750er. Der verbraucht auch so momentan im Mix so 3,8 bis 4 Liter. Jetzt kommen wir wirklich in richtig schöne Strecken rein hier. Kurvig, die Sonne kommt langsam raus. Jetzt fängt es an Spaß zu machen. Heute früh war es noch nicht so dolle. Hier geht es jetzt auch ein bisschen berghoch, bergrunter. Jetzt bin ich gleich bei meinem ersten Ziel, der Rappbode-Talsperre. Eine der Attraktionen hier ist dort diese wunderschöne Hängebrücke. Gar nichts für mich. Ich habe nämlich ein bisschen Probleme mit Höhe.
Wahnsinn, sehr schön. Ich glaube, das gucke ich mir gleich mal mit der Drohne an, weil die ist ja doch wirklich extrem hoch. Nee, die Brücke, oh, das wäre nichts für mich. Toll. So, erstes Ziel ist erreicht. Ich bin jetzt nach, ich glaube 4 Stunden bei meinem ersten Ziel im Harz angekommen. Es ist die Rappode Talsperre, eine der höchsten Talsperren Deutschlands. Ich glaube, die höchste Talsperre mit 106 Metern. Da hinten sieht man es, da ist auch noch eine Brücke, die darüber geht. Die Titanbrücke, so eine Fußgängerhängebrücke. Nichts für mich, werde ich also nicht machen, denn ich habe so ein bisschen Höhenprobleme und da werde ich natürlich gucken, dass ich das mal auslasse. So, weiter geht's. Kleine Pause gemacht an der Rappode-Talsperre. Hier im wunderschönen Harz. Ja, also schon beeindruckend der Stausee hier. Und das ist die Hängebrücke. Nee, nicht so meins. Aber schon sehr, sehr schön hier. Mal zum Hexentanzplatz. Das soll auch sehr schön sein. Gibt es eine Seilbahn und ganz tolle Felsen.
So, also ich überlasse jetzt mal Kalimoto die Rückführung und werde noch ein bisschen hier durch den Harz fahren, aber jetzt nicht zum Brocken, weil das wäre genau die entgegengesetzte Richtung, sondern ich fahre wieder so langsam Richtung Berlin und guck mal, was da für eine schöne Strecke bei rauskommt. Wetter ist jetzt wirklich fantastisch geworden. Ich schätze mal über 20 Grad auf jeden Fall. Sonnenschein. Also das ideale Wetter, um mit der Vespa eine schöne Ausfahrt zu machen. So, jetzt leuchtet die Reserve auf bei 142 Kilometern. Ja, das ist auch immer so ein bisschen ein Grund, der mich wirklich von ganz langen Touren mit der Vespa abhält. Man muss ständig tanken. Also da mal irgendwie eine längere Etappe fahren, bei der Reichweite, ist schwierig. Wenn man dann in abgelegene Regionen fahren würde, wo jetzt das Tankstellennetz nicht so dicht ist, na Prost Mahlzeit, da muss man auf jeden Fall einen 5-Liter-Kanister oder so mitnehmen. Ist gleich in der Fahrtrichtung, das passt. Vorher noch ein Carwash, ne? So, bin ja gespannt. Reserve 100, also 150 Kilometer. Ja, tanken erledigt. 6,2 Liter auf 150 Kilometer, also wieder über 4 Liter und das war jetzt ohne Autobahn. Ist schon heftig. Hätte ich gern wenigstens einen halben Liter weniger. Aber naja, kein Problem, öfter mal Rast machen. So, ist ganz schön windig jetzt geworden. Ihr seht es an den Bäumen, das windet heute richtig. Also manchmal schlackert es auch gerade durch die große Scheibe doch ganz schön vorne. Ja, jetzt haben wir gerade den Harz wieder verlassen. Und schon wird es wieder flach Richtung Magdeburg. Aber trotzdem. Oh, ja, ja, ja. Der LKW hat ja vielleicht eine Windwand vor sich geschoben. Uiuiui, da hat es mal richtig gerissen am Lenker. Ja, also wenn so ein LKW kommt und dann ist sowieso schon Wind draußen, wie ihr an den Bäumen seht. Hier jetzt kriege ich dann richtig von links den Wind und wenn ich jetzt nicht richtig gegenhalte, schiebt es mich rechts raus. Wahnsinn. Was ein Wind. Ja, gut, dass ich Landstraße fahre. Ich glaube, wenn man jetzt Autobahn fährt, nicht so schön. Ich habe ja auch noch ein bisschen was vor mir, noch 3 Stunden 15 Minuten. Also da kann ich den Tag heute noch richtig genießen. Das ist so die ideale Geschwindigkeit für mich. Immer so um die 80 oder jetzt 70. Tolle Geschwindigkeit für die Vespa. Viel mehr muss man gar nicht. Also von daher, weil immer die Frage kommt, 300er oder 125er. Also wer jetzt nicht auf rasantes Fahren steht, sondern eher so der Cruiser ist wie ich, für den reicht auch die 125er völlig. Mit dem riesen Vorteil, größere Reichweite, weil sie viel weniger verbraucht. Oh, auch sehr schön hier. Ja. Und Karosserie und alles ist ja das Gleiche. Also wer nur Landstraßen fährt, geht genauso. Wunderbar. So, ist mal wieder Zeit für eine kurze Pause. Muss mir mal die Beine vertreten. Ist jetzt doch ganz schön lang geworden, die Strecke. Ich bin jetzt am Tiefensee. Hier ist ein Restaurant und da drüben ist der See. Seht ihr vielleicht da hinten so ein bisschen durchschimmern. Ich zeige euch gleich mal ein paar schöne Drohnenaufnahmen von dem See. Wirklich schick. Also auf dem Weg findet man ein paar nette Plätzchen, wenn man halt nicht über die Autobahn brezelt, sondern durch die kleinen Städtchen. Macht tierisch Spaß bei dem Wetter.
Aber jetzt langsam. Es ist doch anstrengend. Es ist jetzt, glaube ich, 5 schon. Und um 7 bin ich los. Also doch eine ganz schöne Tour heute gemacht. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen was trinken, ein bisschen ausruhen. Dann geht es weiter auf die Bahn Richtung Berlin. Mal gucken, ob ich die ganze Strecke auf Landstraße durchfahre. Ist natürlich dann doch ganz schön lang die Tour heute geworden. Aber bei dem Wetter, was soll man sagen? Jetzt leitet mich Kalimoto hier wirklich richtig über die Dörfer. Jetzt werden die Straßen auch schon ein bisschen holpriger. Alles noch kein Problem, aber vorhin war es ein Stück, da ist die Vespa dann doch mal mit ihren 12 Zoll Rädern bis an ihre Grenzen gekommen, was die Federung angeht. Schlechte Wegstrecke. Okay. 10. Tatsächlich 10. Dann schauen wir mal, was eine schlechte Wegstrecke ist. Oh ja, okay. Wenn man hier ein bisschen zu sehr durchhaut, dann liegt man ganz schnell hier im Feld drin. Wunderschönes Licht jetzt. Ich mag das so, diese Nachmittags-Abendsonne, die schön tief steht. Sehr schick. So, geschafft. Es ist 7.35 Uhr. Ich bin jetzt bald wieder in Berlin. War jetzt doch eine ganz schöne Tour. Ich dachte an sich nicht, dass ich es so lange mache. Oder dass ich halt vielleicht doch eine Nacht übernachte. Aber wie es manchmal so ist, durchgezogen. Nicht ganz so viel gefahren jetzt wie damals, als ich von den Vespa Alp Days wieder zurück nach Berlin gekommen bin. Das war doch eine ganz heftige Tour mit 14 Stunden am Stück durchknattern. Ich muss mal gucken, wie viele Kilometer bin ich denn heute gefahren. Naja, auch 470 Kilometer. Heute früh um 7 los. Das ist nicht schlecht mit einer Vespa, aber war schön. Also mir hat es gefallen. Jetzt brauche ich aber erstmal ein bisschen was zu essen. Dann geht es früh ins Bett heute, glaube ich. Und mal gucken, was morgen dann der Rücken sagt. Aber jetzt sind es doch 12 Stunden im Sattel, ein bisschen mehr, 12,5. Das merkt man schon. Aber Wetter war fantastisch. Heute früh ein bisschen Wolken, ein bisschen zugezogen, jetzt zum Abend hin perfekt. Ja, ich hoffe, die kleine Tour von mir hat euch gefallen. Und wenn ja, gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt und zu den 85% gehört, die meinen Kanal nicht abonniert haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es macht. Ein Klick ist kostenlos. Hilft mir und meinem Kanal natürlich dann auch ein bisschen weiter. Und ja, wenn ihr fahren solltet, dann fahrt bitte vorsichtig. Genießt dieses traumhafte Wetter. Die Saison fängt ja jetzt gerade erst richtig an. Und wir sehen uns wie immer nächste Woche beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao.